Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen. Ich spiele Medieval Dynasty. Nicht zum ersten Mal, aber tatsächlich habe ich es noch nicht wirklich lang gespielt und würde jetzt nicht behaupten, dass ich genau weiß, was hier Phase ist. Und auch als ich es gespielt habe, das ist schon ein paar Monde her. Deshalb würde ich sagen, machen wir einfach mal Spiel starten und schauen, was passiert. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away. Yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley, far away from the war. For weeks, I held on to that thought. Until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann wollen wir mal schauen. Also, es geht darum, sich ein neues Leben aufzubauen, quasi die Sims im Mittelalter, aber das Ganze wesentlich schöner und vielleicht auch noch ein bisschen brutaler. Und perspektivisch ist es auch ein bisschen anders. Ich will es auch gar nicht mit die Sims vergleichen. Leute, los geht's. Ich muss einmal kurz meine Facecam rüberziehen, denn da unten sind recht wichtige Informationen. Und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das ist ein bisschen ruckelig. Schlagen, hü, blocken. Hü. Dann schauen wir mal. Ich bin ja immer erstmal so, dass ich alles auf Ultra stelle und dann schaue ich, was ich runterdrehen kann, falls es nicht läuft. Es läuft an sich schon flüssig, aber vielleicht war es nur am Anfang gerade so ein bisschen ruckelig. Sprich mit dem Kastellan. Ach Leute, wie schön ist das denn hier? Sehr nett auf jeden Fall. Ein wirklich schönes Spiel. Ein, wie ich in Erinnerung habe, doch sehr viel entspannteres Spiel als so manch anderes, was ich hier auf meinem Kanal spiele, aber das ist in keinster Weise wertend gemeint. Ich bin wirklich bereit für ein ruhiges Spiel. Das einzig andere ruhige Spiel ist Farthest Frontier, ansonsten ist alles eher in Richtung Stress und Survival und so und mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Und ich glaube fast, das ist alles schon noch voll aufgedreht. Ich werde mal die Schatten, da bin ich immer, das drehe ich immer als erstes runter. So, also wie gesagt, ich glaube, ich habe so insgesamt 90 Minuten gespielt vielleicht, also lach doch mal. It's nice to meet you. Ist die Inside irgendetwas Interessantes in die Ohren gekommen? Ah, das könnt ihr sehen, sehr gut. Romantik, wo finde ich? Unterhalten. Könntest du bitte einen Schritt zur Seite gehen? Gott. Hallo. Kaufen. Okay. Der sitzt da, ne? Ich glaube, ich erinnere mich, saß der da nicht? Der ist es, mit dem ich sprechen muss.
Diese Augen, ich hätte nicht gedacht, dass ich sie je wieder sehe. Eines blau wie der Himmel und das andere schwarz wie ein Klumpen Kohle. Geht es dir gut? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Also du bist kein Geist. Gut, ich war kurz davor, mir Sorgen zu machen. Haha, aber deine Augen, du siehst aus wie er. Tut mir leid, du hast mich wohl mit jemandem verwechselt. Ich bin neu in der Gegend, gerade erst hier im Tal angekommen, um genau zu sein. Mein Name ist Razimir. Ich, der Sohn von Wanda, nicht wahr? Der Neffe von Jordan? Was? Du kanntest meine Mutter? Nicht wirklich, aber ich habe von ihr gehört. Wir sind uns nie wirklich begegnet. Jordan wollte seine Familie lieber getrennt halten. Ich fürchte, das verstehe ich nicht. Das wirst du bald. Warte, was meinst du mit kanntest? Geht es ihr gut? Ich hoffe, das tut es. Wo auch immer sie jetzt ist, Mutter und Vater sind beide tot. Der Krieg hat sie geholt. Verdammt, diese Welt. Sie kann so grausam sein, wie sie schön ist. Das tut mir leid, mein Junge. Niemand sollte so jung sein Leben verlieren. Seine Lieben verlieren, Entschuldigung. Ist schon in Ordnung. Sie sind gestorben, damit ich leben kann. Und ich habe fest vor, das beste Leben zu leben, das ich leben kann. So ehre ich ihr Opfer. Mir ist nicht wirklich danach darüber zu reden. Nee, mach mal so hier. Das ist sehr erwachsen von dir. Ich bin sicher, sie wären stolz, wenn sie dich hören könnten. Du hast meinen Onkel Jordan erwähnt. Eigentlich bin ich hergekommen, um ihn zu finden. Oh, Razimir, ich hasse es, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein, aber dein Onkel weilt nicht länger unter uns. Er ist vor 3 Jahren gestorben. Es tut mir ehrlich leid. Ich weiß, wie du dich jetzt fühlen musst. Er war ein guter Freund von mir. Oh nein, das kann nicht sein. Was ist passiert? Also war es das. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Sag das nicht. Hey, schau mich an. Das Tal ist voller warmherziger Menschen, die dir bei allem helfen können, bei dem du Hilfe brauchst. Und ich bin einer von ihnen. Was mache ich denn jetzt nur? Du kannst dich hier frei bewegen und ein neues Leben beginnen, wo es dir beliebt. Hiermit hast du die Erlaubnis des Kastellans, auf jedem noch unbeanspruchten Stück Land in diesem Tal zu bauen oder dort Felder anzulegen. Baue dir ein Haus und dann sehen wir, was dich noch erwartet. Wenn dir danach ist, könntest du sogar ein ganzes Dorf bauen. Bevölkern könnte man es sicher. Durch dieses Tal kommen viele Wanderer, die sich einem solchen Projekt vielleicht anschließen würden. Einfach so, ich kann das ganze Land dafür umsonst haben? Nun, du musst dem König jährlich Steuern zahlen. Davon abgesehen steht dir aber frei zu tun, was dir beliebt. Solange du keine Gesetze brichst, natürlich. Oder dich zumindest nicht dabei erwischen lässt. Das klingt fantastisch. Das Tal ist so wunderschön, ich glaube wirklich, dass ich hierbleiben und mich davon überraschen lassen werde, was das Schicksal noch für mich bereithält. Ich bin froh, das zu hören. Materialien für deine weiteren Vorhaben findest du beinahe überall. Heb ein paar Steine und Stöcke vom Boden auf und du kannst bereits eine einfache Axt daraus herstellen. Damit kannst du dann Bäume fällen und sie in Holzstämme zerteilen. Aus ihnen wiederum lässt sich ein hölzerner Hammer fertigen, der bekanntlich bei jedem Bauvorhaben unverzichtbar ist. Ich bin sicher, du wirst das alles schon meistern. Sobald du ein Dach über dem Kopf hast, komm nach Gostovia zurück und sprich mit meiner Frau. Sie heißt Dobronjega und sie kümmert sich um die Schenke hier. Okay. Sag ihr, dass sie dir etwas zu essen geben soll. Du musst völlig ausgehungert sein. Und wenn du schon dort bist, bring uns doch ein paar Flaschen Bier mit. Dafür erzähle ich dir dann ein bisschen über Jordan. Das klingt nach einem guten Plan. Alle Grundrohstoffe können in der Wildnis gefunden und gesammelt werden. Ja, okay. Stöcke sind am einfachsten zu finden. Steine kannst du einfach aufheben. Rohstoffe können in verschiedenen Zwecken verwendet werden. Okay. Kapitel Neuanfang. Also jetzt muss ich Stöcke und Steine sammeln. Habe ich denn... Oh Gott. Oh Gott. 20 Grad, Tag 1, Frühling, Jahr 1, Rüschgrad, der Fürsorgliche, das ist der König. Fertigkeiten. Ich bin 18. Wie im echten Leben. Also sie hat scheinbar eine Aufgabe für mich, aber jetzt will ich erstmal Stock und Stein sammeln. Das haben wir. Und Stock. Johanniskraut.
Zweige. Ah, Zweige zählt. Ah, okay. Mhm. Bäume fällen. Um einen Baum zu fällen, brauchst du eine Axt. Dieses Werkzeug kannst du kaufen oder selbst mit der bloßen Hand herstellen. Du findest es im Handarbeit-Untermenü des Baumenüs. Weise deine Axt danach im Inventar eine Schnelltaste zu. Jetzt kannst du sie durch Drücken dieser Taste in die Hand nehmen und einen Baum aussuchen. Größte Frage. Ah, hier, Baumenü. Handarbeit. Steinaxt. Steinaxt. Wo würde ich die denn? Ach, da ist doch aber schon hier. Haha. Das ist ja 1A. Ich sammle mal noch mal so ein bisschen. Holzhammer, Bäume fällen, Stroh. Das werde ich bestimmt alles gebrauchen können, wenn ich gleich mein Haus baue. Oh, ich trage zu viel Zeug mit mir rum. Vielleicht fälle ich auch erstmal nur die Bäume. Nehme nicht gleich alles mit. Holzhammer. Da. Stroh. Was ist denn mit Stroh gemeint? Stock. Holzhammer. Soll ich das einfach hier... Das ist doch nicht Stroh, Leute. Wie komme ich denn an Stroh? Brennholz? Holzhacke. Beeren. Nee, das Spiel möchte Stroh haben. Ist das, das muss ja Holzschaufel. Münze. Ja, gib mal her hier. Stärketrank. So, vielleicht kann ich hier was ablegen. Was ich im Moment vielleicht nicht brauche. Unreife Beere zum Beispiel. Das kann schon mal raus. Jetzt muss es ja irgendwo Stroh geben.
Die Damen. Das ist hier ein Feld, was schon Aussaat hat. Ja, ich weiß nicht, was mit Stroh gemeint ist. Also nehme ich das, klaue ich das irgendwo aus Strohballen oder stelle ich das her? Ich bin auch der Meinung, als ich das damals gespielt habe, hatte ich das gleiche Problem. Wissen. Ehefrau. Jagdgebiet entdeckt Seeadler. Johanniskraut, Löwenzahn. Aber Stroh ist doch schon getrocknet, oder was? Enten? Gehe ich mal ins Dorf zurück und schaue, was es da gibt. Gibt es hier denn nicht sowas wie... Ist das Tagebuch? Neuanfang. Ah, hier. Dach könnte ich aus Stroh machen. Ich kann es mit dem Ried decken, das am Ufer des großen Flusses wirkt. Leute. Da vorne. Also ich muss essen und trinken, so wie es aussieht. Man gebe mir... Hä? Oh, Wasser trinken? Ja, vielleicht lieber nicht. Nee. Reed. Noch 10. Baue dein erstes Haus. Das Gebäudemenü kann über das Baumenü aufgerufen werden. Wähle das Gebäude aus, das du errichten möchtest und suche einen geeigneten Platz dafür. Gebäude können nicht zu nah an anderen Dörfern gebaut werden, außerdem muss der Untergrund verhältnismäßig eben sein. Um das Gebäude nach dem Platzieren fertig zu bauen, brauchst du einen Hammer. Mhm. Ja, dann wollen wir mal. Also, da das nicht zu nah hier dran passieren darf und ich möchte... Ah, es ist clever direkt am Wasser... Ich glaube eher von Bäumen umgeben, oder? Ich trage auch schon wieder zu viel Zeug mit rum. Ich spiele keine 5 Minuten und schon ist das Inventar quasi wieder voll. Das ist unglaublich. Breitwegerich, schau. Wie verbraucht. Wasser. Flüssigkeitszufuhr ist in der Wildnis entscheidend. Wenn du zu lange nichts trinkst und deine Wasseranzeige auf Null fällt, verlierst du Lebenspunkte. Um das zu verhindern, kannst du diverse Getränke und wasserhaltige Nahrung zu dir nehmen. Wasser selbst kann in Eimern oder in einem Trinkschlauch abgefüllt transportiert werden. Ah, okay, das geht also doch so. Dann schauen wir uns das mal an. Ich habe ja jetzt irgendwie die Sorge gehabt, dass ich mich dann vergiften kann. Das ist ein anderes Dorf. Hallo.
trinken. Das ist gut. Ja, dann vielleicht genau so ein Mittelweg zwischen Wasser und Wald. Auch nicht zu weit weg vom Dorf. Ist jetzt schwierig, muss aber natürlich, ist es mir fast schon zu steil. Ich glaube, bei meinem ersten Anspielen habe ich es da irgendwo hingebaut. Aber wenn ich muss natürlich auch in die Zukunft planen, wenn ich hier ein ganzes Dorf bauen möchte, dann sollte das auf jeden Fall nicht hier sein, weil irgendwann habe ich dann sehr schnell die Grenze erreicht. Und Pilz. Speisemorchel. Ja, ich habe gerade keinen Platz. Machen wir gleich. Ich schau mal, was da oben so abgeht. Vielleicht finde ich da ja eine passendere Stelle. Für meine Stelle. Wildschwein. Also ja. Was aber ein komisches Wildschwein. Jagen scheint hier ein großes Ding zu sein, dann tatsächlich Farmen, Felder, Ernte, alles sowas. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Also das ist mir wirklich komplett neu. Ich habe, glaube ich, angefangen, Haus zu bauen und das war es dann auch schon. Hier ist, ja. Ich mache das jetzt mal nicht abhängig davon, wie weit ich dann zum Dorf zurücklaufen muss. Ich nehme an, hier ist ein großer Teil des Spiels einfach auch laufen und deshalb mache ich mich da jetzt nicht verrückt. Aber das ist doch eine sehr schöne Stelle hier. Na, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. So, man gebe mir ein Haus, Gebäude. Landwirtschaft. Häuser. Einfaches kleines Haus. Das denn? Ach ne, hier. Errungenschaft freigeschaltet, Einsiedler. Ja, ich habe es damals Xbox Game Pass gespielt, glaube ich. 10 Steine. Ich habe nicht einen. Ich glaube fast. Haben wir hier nicht sichtbares Feld, ja. Muss ich auf jeden Fall erstmal eine Kiste oder sowas bauen. Irgendwas, wo ich... Oh, komplett überladen. Nee, das wird nichts. Damit ich da den ganzen Krempel reinschmeißen kann oder irgendwie so eine Werkzeughalterung und dann nicht ständig alles mit mir rumschleppen zu müssen. Wie schön das ist. Ist doch schön irgendwie, oder? Mal so ein entspanntes Spiel. Quasi Age of Empires in Ego-Perspektive. Ein Stein fehlt noch. Ich würde sagen, der ist es. Da hinten scheint mir... Ach nee, das ist eine Brücke. Ach, wie schön. Was brauche ich hier? Holzstamm und Stock. Alles da. Und einzelne Dings brauche ich auch. Wie geht's hier rein? Ah, schön, Leute. Holzstamm. Nee, ich fange mal mit denen hier an.
Ich weiß nicht, ob ich später Bäume pflanzen kann oder inwiefern das hier relevant ist. Hirsch, oh, sehr gut. Jagdgebiet direkt um die Ecke. Das nehme ich und das nehme ich und das nehme ich. Ton. Oh. Sehr praktisch. Wirklich, ein Stock fehlt? Da hast du deinen Stock. Gänseblümchen. Ach, ist das nicht toll, Leute? Irgendwie ist es doch total toll. Schlafen. Zum Schlafen musst du ein Haus bauen oder ein Lagerfeuer entzünden. Geschlafen werden kann nur zwischen 19 und 7 Uhr. Wird der Spielecharakter schlafen geschickt, wacht er am Morgen des nächsten Tages auf. Das Schlafen in einem Bett stellt etwas Gesundheit wieder her. Das Ausruhen am Lagerfeuer nicht. Egal, wo zum Jahreszeitenwechsel geschlafen wird, in der neuen Jahreszeit wacht der Spielecharakter immer im eigenen Haus auf. Okay. Ich hoffe, dass das hier nicht alles zu schnell geht, so Jahreszeiten und so, dass das nicht vorbeifliegt, sondern dass ich hier wirklich vielleicht auch nur am Anfang ein bisschen Zeit habe, um das alles kennenzulernen. Brunnen. Okay. Die Musik auch top, obwohl ich sie ausgestellt habe, aber das ist ja nur so eine Quest-Musik, das ist schon okay. Meine Axt, die hat einen Zustand, da muss ich auch drauf achten. Hier kann ich nichts sammeln. Doch, hier. Okay. Ah, stecke ich mir in die Hosentasche. Hier, zack. Kein Problem. Ach, es ist toll. Das ist ein bisschen wie Urlaub, so, das ganze Spiel. Nahrung. Essen ist lebenswichtig. Wenn deine Nahrungsanzeige auf Null fällt, verlierst du an Gesundheit. Um das zu verhindern, kannst du dich von der Jagd durchsammeln, von Ackerbau und von Viehzucht ernähren. Alle Nahrungsmittel verrotten mit der Zeit und können so eine Lebensmittelvergiftung verursachen. Entdecke verschiedene Möglichkeiten, um sie länger haltbar zu machen, zum Beispiel durch Trocknen, Salzen oder das Zubereiten von Mahlzeiten. Es wird immer besser, Leute. Das haben wir. Was brauchen wir hier? Das wird aber knapp. Mit dem Stroh. Oder? Mhm.
Habe ich denn... Ja, zieh dir doch einen Apfel rein und ein Haferbrötchen. Kapitelquests. Kapitel sind eine Reihe von Missionen, die zu Beginn des Spiels erscheinen und die dich mit den wichtigsten Aspekten des Spiels vertraut machen. Sie leiten dich durch die ersten Phasen des Siedlungsbaus. Durch das Abschließen von Kapiteln erreicht dein Dorf nach und nach höhere Entwicklungsstufen. Von diesen hängt die maximale Anzahl an Gebäuden ab, die du errichten kannst. Ah, auch gut zu wissen. Ach, hier ist ja schon alles. Oh, ist ja fantastisch. Boah, Truhe, Gott sei Dank. Johanneskraut, Schau. Münze nehme ich mal mit. Holzschaufel, Holzhacke, auch das brauche ich gerade nicht. Einfache Fackel, auch die Federn können mal rüber. Schuhe, ja, da will ich auf jeden Fall auch neue haben. Ich weiß nicht, was der rote Kreis heißt. Stroh, Schau. Trockenfleisch, wie haben wir denn? Der haut auch 10 weg. Wo sehe ich denn die Gewichtsanzeige eigentlich? Ach hier, 8,3 von 35. Okay, Fertigkeiten. Fertigkeitspunkte zu vergeben, 0. Ach so, das ist unterteilt. Okay. Ein Fertigkeitsbaum, der dafür ausschlaggebend ist, wie gut du im Sammeln bist und darin in der Wildnis zu überleben. Wird mir noch gesagt, was das heißt hier? 5% Erfahrungsgewinn bei Überlebensaktivitäten. 2 Grad bessere Temperaturtoleranz, vielleicht gar nicht so verkehrt. Giftresistenz. Ich glaube, das ist nicht ganz verkehrt. Bist du sicher, dass du deinen Fertigkeitspunkt für diese Fähigkeit... Ja. Okay. Technologie, Brunnen, Materiallager. Ah, das war das erste hier. Jagdhütte, Steinspeer. Okay, eins nach dem anderen. Doppelbett. Schlaf bis zum nächsten Tag. Ah, was für ein Tag. Bisschen was trinken kann ich. Ich habe, glaube ich, nichts dabei. Aber direkt vor der Tür... Ein kleiner Bach. Weg. Weg. Ich glaube, das ist noch nicht nötig. Handarbeit. Einfach Säckchen. Gebrauchsgegenstand wird am Schneidetisch der Näherei hergestellt. Kann zum Ausbringen von Dünger, Saatgut und... okay. Möbel, Fallen und Dekoration. Gatter, Zäune, Gebäude, Handarbeit. Blumentöpfe. Lagerfeuer, Fallen, Sitzgelegenheiten, Tische, Beleuchtung. Aber das habe ich noch nicht. Nicht genug Technologie. Okay, alles klar. Eins nach dem anderen, Leute. Sagen. So, wie kann ich denn die Sachen, die ich habe, reparieren? Sortieren. Ablegen. Ablegen. Vielleicht wird es mir angezeigt, wenn es soweit ist. Dann gehen wir mal zurück ins andere Dorf. Mein Haus wird mir oben im Kompass angezeigt. Das ist sehr gut. Dann schauen wir mal, haben wir auch ein bisschen Abstand zu den anderen Leuten. Mag ich nicht so. Ganz ruhig, Freundchen. Hau ab. Ist gut. Alles gut. Oh Gott. Du bist schmutzig. Ist er weg? Mann! Jetzt? Das war's, glaube ich. So, du bist schmutzig, heißt,
Überlebensstelle eine Falle auf Hasenfalle. Okay, das machen wir gleich. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Otto hier wieder zurück. Du bist schmutzig, heißt, ich kann hier einfach ins Wasser und dann... Da unten sieht man das Symbol neben meinen ganzen Werten. Das ist so ein Symbol, was so ein bisschen Gestank darstellt. Ah, jetzt ist weg. Ah, tatsächlich, okay. Okay. Ich kann nicht die Axt ja mal einstecken. Haha! Falimir. Hallo, Stranger. Hallo, Stranger. Mach mal etwas Platz, Junge. Ich muss weg, sei brav. Goodbye, Sir. Hier? Ach ja. Dobronjäger. Guten Tag, du musst Dobronjäger sein, richtig? Schön, dich zu treffen. Ich bin Razimir, 32. Das ist richtig. Es ist auch schön, dich kennenzulernen, Razimir. Was bringt dich zu mir? Unigost meinte, du könntest mir vielleicht etwas zu essen machen. Ich hatte seit Wochen nichts Anständiges. Hunger, Durst? Ja, machen wir mal so. Nun, das hängt davon ab, was du dir unter anständig vorstellst. Aber ich kann dir etwas anbieten, das warm ist und satt macht. Haferbrei. Hier, bitteschön. Nun bist du an der Reihe, mir etwas über dich zu erzählen. Woher kennst du meinen Mann? Es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich bin auf der Suche nach meinem Onkel Jordan hier ins Tal gekommen. Hätte nicht erwartet, dass die Suche so schnell vorüber sein würde, wenn ich ehrlich bin. Ah ja, er war Unigosts Freund. Jetzt erinnere ich mich, gehört zu haben, dass er genau solche Augen hatte wie du. Mein Beileid. Wegen der Augen jetzt? Das macht nichts. Ich erinnere mich ja selbst nicht an ihn. Das meiste, das ich über ihn weiß, stammt aus den Geschichten meiner Mutter über ihn. Sie hat immer zu ihrem großen Bruder aufgesehen, liebte ihn wahnsinnig, selbst als er aufhörte, uns zu besuchen. Das ging vielen Leuten so, wie ich gehört habe. Etwas an ihm muss wirklich besonders gewesen sein. Scheint so. Gewaltige Fußstapfen, was? Die einzigen Fußstapfen, über die du dir Gedanken machen solltest, sind deine eigenen, Kleiner. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Danke, dass du das sagst. Ich glaube, das habe ich jetzt gebraucht. Aber reden wir nicht länger nur von mir. Was ist deine Geschichte? Ich gehörte zu einer Truppe fahrender Spielleute. Dabei habe ich nie wirklich gelernt, ein Instrument zu spielen, aber mein Gesang war recht passabel. Unsere Reisen brachten uns in dieses Tal. Das war nicht lange nach dem Tod deines Onkels. Ich erinnere mich noch daran, als ich Unigost das erste Mal sah. Da war so viel Trauer in seinen Augen. Jordan war nicht nur ein Freund für ihn, er war ein Teil von ihm. Die Truppe zog ein paar Tage später weiter. Ich blieb. Unigost hatte einfach etwas an sich, das mir das Gefühl gab, dass mein Platz an seiner Seite ist. Du hast den Altersunterschied sicher bemerkt. 18 Jahre. Nein, eigentlich nicht. Was? Willst du damit etwa andeuten, dass ich alt aussehe? Korrekt. Niemals. Also, es scheint, als wärst du der Liebe wegen hier hängen geblieben. Das ist ziemlich erstaunlich. Sicher, so kann man es nennen. Oder Blindheit oder Dummheit, schlechtes Urteilsvermögen vielleicht, ganz wie du möchtest. Du kannst versuchen, es zu überspielen, so viel du willst, aber du hast dich Hals über Kopf in den Großvater mit den traurigen Augen verliebt und du weißt es. Das habe ich. Er fällt mir manchmal auf die Nerven wie niemand sonst und trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, ohne ihn auch nur zu atmen. Aber lass mich jetzt bloß nicht sentimental werden, du hast sicher noch andere Dinge zu tun. Es war mir ein ehrliches Vergnügen, mich mit dir zu unterhalten, Dobronjäger. Hier, nimm das. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es hilft sicher, wenn man versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Alles kostet heutzutage Münzen. Das ist wirklich nett, aber ich will nicht auf wohltätige Geschenke angewiesen sein. Ich komme schon zurecht. Ach komm schon, versuch doch nicht, den Held zu spielen. Männer. Also gut, dann erledige etwas für mich. So wäre es denn keine milde Gabe, sondern deine erste Bezahlung. Damit bin ich einverstanden. Was kann ich für dich tun? Hier im Dorf gibt es eine Bäuerin. Sie heißt Jorognieva. Normalerweise liefert sie Roggen für die Schenke, aber ich habe schon eine Weile nichts mehr von ihr bekommen. Meine Vorräte sind beinahe aufgebraucht und du willst dir nicht vorstellen, was passiert, wenn wir plötzlich kein Bier mehr haben. Ist so gut wie erledigt. Und da wir gerade von Bier reden, Unigost wollte, dass ich ein paar Flaschen für uns hole. Natürlich hat er das. Hier hast du sie. Großartig. Vielen Dank. Er hat mir versprochen, mir ein paar Geschichten über Jordan zu erzählen. Ah, ich verstehe. Na, wenn das so ist. Haha, besten Dank. Abliefern.
Hafer Ale. Razimir, Tag Unigust, wie stehst du, wie, was, nochmal, du stehst vor dem stolzesten neuen Hausbesitzer im ganzen Tal und ich bin hier, mit Bier. Wirklich gute Arbeit, in Ordnung, erlaube mir meine Kehle mit diesem goldenen Gerstensaft zu benetzen und ihn Erinnerungen an die alte Zeit wachrufen zu lassen. Ich kannte Jordan 22 Jahre lang, bevor er starb. Er war mein bester und treuester Freund. Eigentlich mehr ein Bruder. Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns begegnet sind, als wäre es gestern gewesen. Ich war damals 25 Jahre alt und lebte im großen Jelenberg, wo ich auch geboren worden war. Man könnte sagen, dass ich diesen Ort hasste, aber er war das einzige Zuhause, das ich je gekannt hatte. Vielleicht erzähle ich dir irgendwann mehr darüber. Jedenfalls musste ich für mich selbst sorgen. Und das tat ich. Auf die einzige Art und Weise, die ich gelernt hatte. Stehlen. Du warst ein Dieb? Was macht er? Na? Das war ich. Und ein verdammt guter, wenn ich das mal so sagen darf. Mit Taschendiebstahl habe ich mir mein Brot verdient. Ich hätte ein saftiges Stück Fleisch direkt vor deiner Gabel stehlen können. Von deiner Gabel. Und du hättest es nicht bemerkt. Dabei war es nicht Habgier, die mich trieb. Ich wollte nur überleben. Allerdings würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass mir die Tätigkeit an sich nicht auch eine gewisse Freude bereitete. Stehlen bleibt ein Verbrechen, ganz egal, warum man es tut. Ich würde sagen, du wartest jetzt besser ab und hörst, was ich noch zu erzählen habe, bevor du dich so aufplusterst. Tut mir leid, erzähl weiter. In Jelenberg gab es jedes Jahr ein großes Volksfest. Es lockte immer viele auswärtige Besucher an. Du kannst dir sicher vorstellen, was das für jemanden mit einem Gewerbe bedeutete. Innerhalb von ein paar Minuten konnte ich zusammenbekommen, was sonst ein Tagesverdienst gewesen wäre. Ich schnappte mir ein paar Münzen hier und da, etwas Schmuck, ein paar neue Stiefel. Und dann sah ich diesen adligen Kerl, der einen dicken Geldbeutel an seinen Gürtel gebunden hatte. Ein Geldbeutel, der förmlich danach schrie, von mir befreit zu werden. Hallo. Ich schlich mich durch die Menge, bis ich genau hinter ihm stand. So hatte ich es tausendmal gemacht. Kinderspiel. Ich fasste nach dem Beutel ganz sanft und vorsichtig ein paar kleine Bewegungen aus dem Handgelenk und schon hatte ich ihn in der Hand. Nun musste ich mich nur noch umdrehen und verschwinden, wie immer. Aber dann, bam, was ist passiert? Ich wurde so fest ins Gesicht geschlagen, dass ich dachte, mich hat ein Bulle überrannt. Es traf mich so unvorbereitet, dass ich erst wusste, wie mir geschieht, als ich schon auf dem Boden lag. Mein Kopf pochte wie wild, ich konnte kaum gerade ausschauen. Aber weißt du, was das nächste war, das ich sah? Eine Faust, die zum nächsten Schlag ausholt? Haha, nein, ein Lächeln. Leute, wir unterhalten uns hier. Ab! Ein Lächeln, ein riesiges, strahlendes Lächeln im Gesicht eines Mannes mit zwei verschiedenfarbigen Augen. Das war dein Onkel Jordan, der Kerl, den ich für einen Adligen gehalten hatte. Er reichte mir seine Hand, half mir auf die Füße und lud mich zu einem Bier ein. Haha, einfach so? Warte, ihm war aber schon klar, dass du gerade versucht hast, ihn... Ja. Natürlich war es das. Das verstehe ich nicht. So war Jordan einfach. Weißt du, dein Onkel war gefährlich schlau. Bei weitem der klügste Mann, der mir je begegnet ist. Er durchschaute die Welt wie niemand sonst, konnte Ereignisse vorhersagen. Er war allen anderen immer mindestens ein Dutzend Schritte voraus. Deshalb, es war so selten, dass ihn niemand überraschen konnte, das weckte seine Neugierde. Und er hat nicht erwartet, dass du, ganz genau, scheinbar war ich, obwohl ich es am Ende ja nicht geschafft habe, doch derjenige, der bei dem Versuch, ihn zu bestehlen, dem Erfolg am nächsten gekommen ist. Und das gefiel ihm. Also hast du seine Einladung angenommen, nehme ich an. Ich hatte nicht wirklich eine Wahl, oder? In dem Moment hatte ich eine Heidenangst vor diesem Kerl. Also zogen wir los. Er nahm mich in die teuerste und am vollsten besetzte Schenke der ganzen Stadt mit. Bedenke, das war während des Volksfestes. Überhaupt erst hineinzukommen war fast unmöglich. Ihm schien das allerdings egal zu sein. In Sekundenschnelle hatten wir einen Tisch und gleich zwei Mädchen bedienten uns. Es war unwirklich. Für mich gab es nur eine Erklärung. Der Laden gehörte ihm. Und war das so? Absolut nicht. Er war zum ersten Mal in Jelenberg. Es fühlte sich alles wie ein Traum an, wenn ich ehrlich bin. Nach dem Schlag war ich ja auch immer noch etwas benebelt.
Ich war sicher, dass er ein Adliger sein muss. Seine Manieren, seine Kleidung, die ganze Art, wie er redete und sich bewegte. Und dann hatte er einen gewaltigen Zug drauf. Leerte sein Bier, als wäre es nichts, wischte sich mit dem Ärmel über den Mund und rülpste wie ein Elch. Er wurde von einem hohen Herrn zu einem kompletten Rohling, einfach so. Ich habe mich tausendmal an diesen Moment zurückerinnert, bevor mir klar wurde, warum er das getan hat. Es war kein Fehler, oh nein. Es war auch keine Faulheit, kein Moment der Schwäche. Er wollte, dass ich es sehe. Er wollte, dass ich verstehe. Dass du was verstehst? Dass er ein absoluter Schwindler war. Du musst verstehen, Razimir, dass es jemanden wie deinen Onkel nur einmal gibt. Er führte seine Waffe wie kein anderer. Und diese Waffe war sein Selbstvertrauen. Was soll das überhaupt bedeuten? Stell dir eine fest verschlossene Tür vor mit bewaffneten Wachen davor und du willst, was dahinter ist. Was für Möglichkeiten hast du? Gewalt, Bestechung, versuchen, das Schloss zu knacken. Jordan dagegen? Er hätte einfach den Kopf hochgehalten, wäre hineinspaziert und hätte verlangt, dass die Tür ohne Umschweife geöffnet wird. Du hattest recht. Das alles klingt unwirklich. Ich wusste nichts davon. Die Geschichten, die meine Mutter über meinen Onkel erzählt hat, das waren ganz andere. Weil sie, fürchte ich, einen ganz anderen Jordan kannte als ich. Als jeder in der Meute. Warte, die Meute? Oh, mein lieber Razimir, es gibt so viel, dass du noch nicht weißt. Unsere Geschichte hat gerade erst begonnen. Aber es wird langsam spät. Komm schon, du kannst mich nicht auf die Folter spannen. Also gut, ich werde dir ein kleines bisschen mehr erzählen. Nach dem ersten Bier hatten wir ein paar mehr, etwas Met war auch dabei, wenn ich mich recht erinnere. Wir unterhielten uns über unsere Vergangenheit, unsere Träume, Überzeugungen. Wir fingen an, ein paar betrunkene und wahnwitzige Pläne zu schmieden. Ich dachte, das wäre alles nur Spaß, wenn ich ehrlich bin. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich in Seidenkissen aufwachte. Ich nehme stark an, dass die nicht dir gehörten, oder? Machst du Witze? Das war das erste Mal, dass ich einen solchen Stoff überhaupt auch nur berührt habe. Die Decke des Raumes war so hoch, dass ein Riese hineingepasst hätte, ohne sich bücken zu müssen. Ich dachte, ich träume. Dann kamen Bedienstete zur Tür herein. Ich war bereit zur Flucht, aber anstatt mich anzugreifen, präsentierten sie mir das Frühstück. Wirklich? Aber wie ist das möglich? Jordan hatte das alles eingefädelt. Ich habe nie herausgefunden, wie er das angestellt hat. Jedes Mal, wenn ich danach fragte, hat er angefangen zu lachen. Selbst Jahre später. Ich brauche wohl nicht mehr zu sagen, dass ich Jelenberg an... Hallo? Die Dame. Dass ich Jelenberg an diesem Tag mit ihm zusammen verließ. Das war das erste Mal, dass ich die schützenden Mauern dieser Stadt hinter mir ließ. Und ich kam nie zurück. An diesem Tag wurde die Meute geboren. Und 3 Jahre später waren wir 5 zu 5. Eine Familie. Wir nannten uns Memento. Oh, ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Das klingt alles so unglaublich. Ich habe noch nie solche Abenteuer erlebt. Und wahrscheinlich werde ich das auch nie. Immer sachte mit den jungen Pferden, mein Junge. Nicht alles daran war Spaß und Liebelei. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist wirklich spät geworden und du hast sicher noch einiges zu tun. Wie wäre es? Wir treffen uns morgen wieder und unterhalten uns dann weiter. So machen wir es. Danke, Unigust, für alles. Das war viel Gelese. Und ich würde sagen, ich warte jetzt mal nicht auf den nächsten Tag, sondern ich... Mach den Rest hier fertig. Stelle eine Falle auf, Hasenfalle, Holzspeer, Steinmesser, erjage ein wildes Tier, überlebe eine Jahreszeit lang. Alright. So, was will er denn haben hier? Steinmesser. Steine, okay. So viele Steine, aber keine Steine. Ich habe noch keine Spitzhacke. Was gibt es hier? Gegengift. Temperaturtrank. Ausnüchterungstrank. Ja, ist ja 1A. Ich brauche aber Steine.
Zweige nehme ich auch mal mit. Stein. Stein. Stock. Dann machen wir das Steinmesser. Ein Holzspeer wollen sie noch haben. Dann soll ich ein Tier jagen. Handarbeit, Holzspeer. Holzstamm, okay. Das könnt ihr haben. Ob das so clever war hier am Abhang? Hier hängen wir mal ab. Zack. Das hätten wir. Erjage ein wildes Tier. Falle. Hasenfalle. Hier kannst du nicht bauen. Dieses Land gehört bereits einem anderen Dorf. Ah, okay, das gehört mit zu bauen. Wo ist denn meine Hütte eigentlich? Ist aber schwer zu erkennen. Das lassen wir mal kurz weg. Holzspeer. Ich werde dich finden. Und ich werde dich töten. Ah. Sehr gut. Vielleicht reicht ja auch ein Haar. Nein! Kämpfe, Stürze oder das Ignorieren negativer Zustände können dazu führen, dass du Gesundheit verlierst. Okay. Der Verlust deiner gesamten Gesundheit führt zum Tod. Schlafen, heilende Kräuter, Kräutertränke. Gott. Das war ein Fehler. Oh, sehr gut. Habe ich... Ein Trank wird am Kräutertisch der Kräuterhütte hergestellt, erhöht für eine Weile die Stärke. Drei Leder, acht Fleisch. Ah, da ist mein Haus jetzt zu sehen. Im Südosten. Das war knapp. Die hauen ganz schön rein und mein Speer hat nicht lang gehalten. Ich kann sowieso mal was trinken. Und jetzt kann ich ja vielleicht mal die Falle aufstellen. Okay, alles schön in Ruhe. Ich kann ja mal reingehen. Feuer entzünden. Schön das ist. Brei, anderes, Suppen. Alles noch nicht entdeckt. Dafür brauche ich Technologie. Aber schön warm ist es. Essen könnte ich ebenfalls was. Verbraucht Apfel. Hälfte, das ist ganz okay, glaube ich. Hauen wir den Stein mal raus. Hafer-Ale. Habe ich ihm das jetzt nicht gebracht? Hä? What? Ich würde halt gern wissen, ob ich so eine Art Wo ist denn meine Axt jetzt? Was ist denn hier los? Steinaxt. Zack.
Steinmesser. Holzhammer. Ob es so eine Art Lagergitter oder sowas gibt, Gerüst für Baumstämme. Es sich lohnt, hier mehr von zu bauen. Ich glaube, das macht Sinn, das zu nehmen. Die Schaufel nehme ich auch mal. Die setzen wir mal auf die 4. Wie gut. Da haben wir noch mehr Tonvorkommen. Gehört zum guten Ton. Brennholz. Auch noch Steine. Oh Gott, ein Luchs. Eieiei. Das lassen wir mal lieber. Jetzt bin ich wieder schmutzig wegen der Arbeit mit dem Ton hier. Genügt das hier? Leider nicht. Es führt bestimmt auch zu Krankheiten oder vielleicht, dass Leute dann nicht mit mir sprechen oder ansehen oder sowas. Wenn ich das bisher nicht gesehen habe. Das sollte jetzt aber eigentlich reichen für... Das ist es nicht. Ein Stock. Das sind ganz bestimmte Felsen, die ich... Speisemorchel. Hier unten haben wir so einen kleinen... Ah nee, das ist eine Brücke. Aber wie schön das hier ist. Sehr schön. Ich will das eigentlich nur mal kurz ausprobieren hier. Da. Vier Stein, zwei Kalkstein, okay. So, dann hau ich hier mal alles rein. Gegengift kann weg. Hafer Ale immer noch. Holzhammer, Kalkstein. Leder. Auch die Steine können rüber. Nee. Machen wir das erstmal so. Ton hier. Ich bin aus dem Töpferkurs geflogen, habe mich im Ton vergriffen. Und dann würde ich sagen, schlafe ich einmal bis zum nächsten Tag. Oh, oh. Wie gut das ist.
Oh, jetzt habe ich mich aber nicht komplett erholt, gesundheitsmäßig. Der rote Balken unten links, das ist jetzt bei der Hälfte. Das ist natürlich... Warte mal, wie habe ich jetzt... Haferbrötchen. Holzhammer. Lager, Dienstleistung, Marktstand, Bauhütte, Produkt. Och, was? Hohoho. Das ist ja unglaublich. Eine Windmühle. Ach, ein Feld kann ich schon bauen. Ein Gebäude zur Rohstoffgewinnung. Arbeiter, die hier tätig sind, liefern Holzstämme und Stöcke. Ja, das ist ja fantastisch, Leute. Ich will gar nicht raus eigentlich. Bei dem Wetter. Ich gehe jetzt auch nicht zu ihm, weil er wird mir wieder ein Schnitzel ans Ohr erzählen. Deshalb schaue ich erstmal, ob ich hier noch ein bisschen was raushauen kann. Damit ich hier nicht ständig alles mit mir rumschleppe. Frage, Lager ist gar nicht verkehrt. Nahrungsmittellager, Materiallager, sehr schön. Sitzgelegenheiten. Technologie, das muss ich noch verstehen hier. Wie Gebäude auswählen, Materiallager. Dafür brauche ich 250 Münzen oder Punkte. Entwickle diese Technologie weiter, indem du Tiere jagst, Fallen stellst und fischst. Ah. Indem du Gegenstände herstellst, backst und kochst. Rohstoffe gewinnst und Gebäude baust. Leute. Das geht auf jeden Fall weiter. Medieval Dynasty 1A. Ich habe richtig Bock drauf. Das machen wir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.